So, und dann werde ich mich jetzt um die Dings kümmern. Wollen wir noch irgendein Thema ansprechen? Ich weiß nicht, fällt dir was ein? Ja, ich weiß nicht, ob ich es nennen soll. Denk gut drüber nach und dann entscheide selbst. Ja, ich denke mir noch was Gutes aus, was Besseres. Ich finde bestimmt noch was Besseres. Gut. Vielleicht, wie wär's mit Texture Packs und so für Minecraft? Was man bevorzugt, wie man es bevorzugt, von wem und alles. Also ich bin eigentlich mit diesem einen Texture Pack hier, jetzt muss ich wieder Gronkh erwähnen und Honeywall. Ja, ich bin das von denen gewöhnt, nehme das auch. Ich habe sie aber auch in der Verschreibung, es ist zu spät, würde ich sagen. In der Beschreibung habe ich sie verlinkt. Ist wirklich schon zu spät. Dürfen keinem erzählen, wie spät es ist. So, und ich muss mir Trapsource machen. Ja. Also, ich benutze ja auch das von Hannibal, du kennst das ja auch erst durch mich. Ja. Du wolltest es ja erst gar nicht, aber ich finde, ich habe mir schon einige angeguckt, das ist bisher das Beste, was ich je gesehen habe. Höre ich auch von allen Minecraft-Let's Playern eigentlich, von allen größeren. Ja, ja, aber die Amis, die benutzen ja irgendein anderes von so einem Typen. Ja, na, die kennen ja auch nicht unbedingt Gronkh und Honeyball, also in der deutschen Let's Player-Szene, nicht nur in der deutschen Minecraft-Szene, sondern in der ganzen Let's Player-Szene ist Gronkh ja eigentlich mit ganz weit vorne. Ja, ist der hat er jetzt bald seine 1 Million Abos. Er ist jetzt bei 650.000 oder so. Ja, aber ich finde, das ist auch schon sehr viel. Über 500.000 ist nicht gerade wenig, muss ich schon. Ja, hört's auch gern, ne? Nö, brauche ich nicht. Ja, also wenn du von Gronkh hörst, der kann keinen Urlaub machen und so, also... Klar, der hat schon so oft Urlaub gemacht. Er hat gesagt, also einfach Urlaub machen ohne produzieren ist nicht. Hat er, ja, er beim produziert Video, nebenbei. Hat er beim Video Day gesagt. Naja, er macht ja nebenbei noch die Uploads und alles. Hm. Er macht sich mal ein paar Videos fertig und dann... Ja. So, jetzt habe ich das. Ich brauche noch ein bisschen Holz, müsste ich holen. Wo ich dabei schon mal bin, hast du jetzt Edna Brichter aus zu Ende geguckt? Mhm. Nice, ne? Jo, auf jeden Fall. Ich hab mir jetzt auch als Ziel noch gesetzt, übrigens habe ich jetzt auch fast alle Gronkh Minecraft Views. Ich bin jetzt wieder bei 670 oder so. Ja. So, jetzt fast alles ja, fertig. Ich baue einfach mal alles ab. Ich gucke ja im Moment sehr gerne Sarah auch. Aha. Ja. Wenn ich auch sehr gerne gucke, ist, ich weiß nicht, ist eigentlich doof, wenn wir sowas im Let's Play ansprechen. Na gut, ist doch egal. Trash Tasmani, die, da bin ich sehr angetan. Ich weiß, dass du sehr angetan von ihr bist. Ja, die Stimme. Ja. Also von den Weiblichen gefällt mir Hannibals Stimme auch sehr, also. Ja, ja, ja. Ja, die ist aber eher fetzig und, Trash Tasmani, die ist eher so eine ganz ruhige. So, ja, aber jetzt, die jetzt ist mal, bei der jetzt, mal, jetzt muss ich aber gerade mal eben husten. So. So. Erstens, das musst du nicht mit der Hacke machen. Und ja, zwei, ich habe die aber jetzt eben in der Hand, weil ich eh jetzt hier die ein paar Teile, die jetzt hier hinten sind, die muss ich jetzt wieder. Okay. Aber Trash ist ja auch bei GSG 9, ne? Ja, ich weiß. Ein Woman bei der GSG 9 und dann so durch. Wer weiß, ob man ihr das trotzdem geprügelt hat. Aber so großartig darf man gar nicht über die GSG reden. Ich glaube, das ist ja verboten. Ja. Auch sehr komisch, ne? Also, man kann ja auch zum Beispiel stolz drauf sein und dann darf man nicht drüber reden. Ja. Naja, aber okay, auf der einen Seite kann ich es auch verstehen. Ja, ja, das stimmt schon. Man soll ja jetzt nicht, ne, hier alle belästigen und so. Meine Texturen sind wieder normal und wir sollen schlafen gehen. Gleich können wir das machen, wenn ich jetzt hier ein bisschen Weizen noch einsammle. Ich habe ja auch gehört, dass Hannibal die Schwester von Gronkh sein soll. Das meinen voll viele. Hannibal die Schwester von Gronkh? Das stimmt aber nicht. Keine Ahnung. Hat Gronkh überhaupt Geschwister? Ich weiß das ja gar nicht. Ich meine schon. Also man muss es ja ganz ehrlich, eigentlich kann einem das ja egal sein, wer jetzt die Schwester von wem ist. Ganz ja, viele meinten ja auch, Gronkh wäre die Freundin von Trash Tasmani.
Es ist zu spät, Tobi. Ja, es ist wirklich zu spät. Ich glaube, um die Zeit kann ich nur Battlefield spielen oder so. Trash Tasmani sei die Freundin von Gronkh. Ich denke immer um die Zeit nicht so wirklich darüber nach, was ich da war. Aber naja, gut, okay. Ich werde es wahrscheinlich hinnehmen müssen. So, ich wollte hier... Kann ich das jetzt einfach hier unten hin machen? Klappt das? Ne, dann müsste ich den Zaun wieder eins ausbauen. Na doch, okay, so klappt's. Und erzähl uns doch, wie sehr du Minecraft noch vor ein paar Monaten mochtest. Ja, das war eigentlich, wie bin ich auf Minecraft gestoßen? Auf mich? Durch mich? Eben, durch dich. Und zwar, wir haben uns, glaube ich, was war's? Ich glaube Saints Row 2. Hm? Und, das haben wir uns runtergeladen und das hat so Ewigkeiten lang gedauert. Genau. Und deswegen bin ich am PC die ganze Zeit gewesen und hast du gesagt, ey, hol dir Minecraft. Da ist ein Enderman. Ich weiß. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, machst du, ich habe eigentlich vorher wirklich nicht ganz viel von Minecraft gehalten. Hab sicher Gronkh und so geguckt, aber ich hatte gedacht, nee, für mich ist das trotzdem nichts. Ich kann mir das von anderen angucken, aber selber spielen. Aber ich muss sagen, jetzt im Endeffekt bin ich froh, dass ich es spiele. Also, ja. Muss sagen, also es ist wirklich... Hat eine Langzeitmotivation wie Tag und Nacht. Und ist wirklich... man kann es immer spielen. Mhm. Und wenn man dann noch gute Freunde hat wie dich, dann ist das eigentlich wirklich ganz cool. Und wie bist du auf Minecraft gestoßen? Bei mir war es ungefähr genauso. Ich war eben dieser Typ, der eine da, der Minecraft hasste, weil alles mochten. Ja, du bist ja, das könnte man eben noch kurz dazu sagen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja, ja, ist egal. Wir sind zum Beispiel jetzt, wenn bei Black Ops angenommen, das kommt Nuketown, Nick und ich, wir waren und werden immer die einzigen sein, die diese Map nicht hassen, nicht lieben. Ah, diese Uhrzeit. Also ist es wirklich alles, was die anderen unglaublich lieben, Nick und ich, wir hassen es. Das ist ja. Wie Dome in MW3 oder wie Terminal in MW3. Ja, genau. Das ist, Mensch, ganz schlimm. Ah, wir sind uns da halt dann aber auch immer einig. So, jetzt darfst du weitermachen. Andere haben es gemocht. Ich hab's gehasst, weil ich den Sinn einfach nicht verstanden habe. Du baust etwas ab und baust es wieder hin. Das ist ja... Ja, nicht das Gelbe vom Ei. Und jetzt, ja, genau. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, jetzt ist dir langweilig, holst es dir mal eben irgendwo. Habe ich es mir eben dann geholt, hab's gespielt, fand scheiße. Hast weitergespielt? Nee, dann habe ich es 2 Monate nicht mehr gespielt, dann habe ich mir Gronkh angeguckt, habe gedacht, komm, jetzt spielst du es nochmal. Fand es immer noch scheiße, weil ich alles noch nicht wusste. Also wie man alles zusammenbaut. Dann habe ich es einen Monat später nochmal angespielt. Dann habe ich es auch verstanden und dann fand ich es geil. Also ist wirklich so. Also am Anfang muss ich auch sagen, fand ich es ein bisschen difficult. Aber danach war es eigentlich, wenn man einmal so ein bisschen die Grundlagen raus hat, dann kann man sich immer von selbst die ganzen Basics immer aufbauen und kann sich dann immer selber weiterhelfen. Und so kann man sich dann immer ein bisschen weiterbilden diesbezüglich. Also ist wirklich ganz cool. Am Anfang hast du mir halt auch massiv geholfen. Ja, ja. Ich werde auch, das muss ich sagen, also ich bekomme ziemlich oft Private Messages, wo ich gefragt werde, woher kenne ich dich? Ja. Das könnte man eben mal mit hier jetzt einbringen. Dann hätten wir das nämlich auch mal. Ja, woher kenne ich dich? Ich habe meine PlayStation jetzt seit... Boah, ein bisschen über 3 Jahre, oder? 2, 3 Jahre, irgendwie sowas? Du hast die jetzt... Gerade seit 3 Jahren ungefähr. Okay, gerade seit 3 Jahren. Ich habe die im November zum Geburtstag bekommen. Das heißt, in diesem November dürfte es dann 3 Jahre werden. Ja. Und da hatte ich erst WWE-Spiel, das war SmackDown vs. Raw 2010 oder 2011, ich glaube 2010. Ja, 2010. Ja, und da ging das Ganze dann los, da habe ich dann immer online gespielt. War eigentlich da noch ein übelster Mitläufer, ein übelster Mark. Und ja, da bin ich irgendwann, glaube ich, auf dich gestoßen.
Ich weiß nicht, ob es ein Match war oder was auch immer. Nein, also, ich... erstmal, stimmt, ich bin durch A... Ah, ja, okay, dann erzähl du mal, du erinnerst dich da besser drauf. Ich habe einen vom Clan, aus deinem Clan, XGSDX oder wie der auch immer hieß, getroffen, online. Und wir haben dann eben die Leute zusammen immer voll weggebamst. Hat er irgendwann gesagt, ja, hat er irgendwann gesagt, komm. Du meinst Red AKO, glaube ich, oder? Nee. Mutu. Ach, Mutu. Ja, das waren alles nur Serben, mit denen wir gespielt haben, ey. Ja, ne? Bis heute verstehe ich das nicht, warum ich das gemacht habe. Naja, okay, geht weiter. Also der hat mich dann eingeladen in den Clan-Chat. Ich dachte mir erstmal, nee, kein Bock. Und dann bin ich da trotzdem mal reingegangen. Kein Bock, aber ich bin trotzdem rein. Ah ja, ich wollte mal gucken, was da für Leute abhängen. Dann war es dann halt Duda, der Viper, also dieser, ne, weiß Bescheid. Ja, stimmt. Und dann die ganzen Serben. Ja. Und ja, dann hat mich Adel irgendwann in den Clan eingeladen, weil der fand mich ganz cool. Ja, und ja, da war ich im Clan, aber wir hatten eigentlich anfangs nie was miteinander zu tun. Ja, ah, dann sind wir irgendwie aufeinander gestoßen, ne? Also irgendwie näher aneinander. Ja, ich... hau ab, das, du Scheißfliege. Genau. Wir haben dann nicht miteinander gezockt und deine Regel ist ja, mit wem du nicht zockst, löschst du. Ja. Und ein Jahr später hat mich dann Adel in deine Lobby eingeladen und dann waren wir sofort beste Freunde. Nein, du mochtest mich erstmal nicht. Stimmt, das war Black Ops, genau. Erst konnte ich dich gar nicht ab. Ja, und dann, irgendwann... Ich glaube, das fing dann sogar an, als wir uns gegen... Herrn, na, den Namen erwähne ich jetzt nicht, als wir da ein bisschen so zusammen rausgefiltert haben und zusammen geschlossen haben, was es so für Arschlöcher gibt auf der Welt. Ja, du hast mich dann halt auch irgendwann eingeladen und dann haben wir ein bisschen gequatscht und ja, da hat es eigentlich angefangen. So, ich sollte das aber, glaube ich, Treppen habe ich, glaube ich, schon ziemlich viele. Ich bräuchte dann auch noch ein paar Slabs, das heißt, ich glaube, ich halbiere das mal alles. Hoppala. Ach ja, was ich noch erwähnen könnte. Du stehst einfach nur rum. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Ich kann es aber noch kurz erwähnen. Aber erst ungefähr ein halbes Jahr später haben wir es richtig angefangen, miteinander zu zocken. Mhm. So. Weil du gesagt hast, die Regel, mit wem ich nicht zocke, mit dem, den lösche ich. Das muss ich sagen, war früher wirklich eine ganz strikte Regel. Da habe ich versucht, meine Freundesliste wirklich immer bei vielleicht 20 Mann maximal zu halten. Aber mittlerweile muss ich sagen, also ich habe irgendwie 90 Freunde dort und davon sind 80 Abonnenten. Also, ja, ich denke mal, da würden wir mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, in welchem Part wir jetzt sind. Und ob ich die Freundschaftsliste jetzt vielleicht sogar schon gelöscht habe oder löschen werde oder was weiß ich. Naja, mal abwarten. Stimmt, ist jetzt auch Battlefield schon oben? Battlefield, ja, gehe ich mal stark von aus, ich, keine Ahnung, also wir nehmen jetzt hier fast schon 2 Stunden auf, also ich weiß nicht, wann haben wir angefangen, ja doch, könnten jetzt fast 2 Stunden werden. Ist gleich. Ich trinke das mal einen Schluck, ich brauche eine Denkerpause und ich stelle hier eine Rose auf. Mach das. Die sieht voll schön aus, Nick, bin ich stolz auf dich. So, und dann mutet er sich. Das würde ich wieder haben. So. Und dann würde ich sagen, machen wir die Musik erstmal ein klein bisschen leiser. Angst, dass da vielleicht irgendwas so laut werden könnte. Hoppala. Ja, der Weizen soll mal schön wachsen und gedeihen. Und dann, ja, Nick hat das ja hier schon mal gut gemacht. Hat er hier einen Eingang gelassen? Ja. So, und da würde ich sagen, das brauchen wir gerade nicht. Oh, es ist ein Nieser am Andrang. Ich kündige es an, weil jetzt passiert es nämlich bestimmt nicht. Ja, siehst du? aber ich finde das Thema auch gerade so toll, ne? Das könnte ich auch noch kurz erwähnen. Ja, es ist ein tolles Thema, finde ich. ja. Mittlerweile würde ich mich so sehen, dass ich für deinen Technikkrams zuständig bin. Ja, bist du also. Ich muss sagen, ich bin... Technikmäßig, erstmal muss ich jetzt hier gerade ein paar Blumen sagen. Ich muss sagen, was den PC und sowas angeht, habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung. Was die Konsole angeht, vielleicht ein ganz kleines bisschen und selbst da nicht mal richtig. Also ich bin eher so der, der halt das nutzt, was man ihm vorsetzt und das versucht bestmöglich dann halt umzusetzen. Und wenn mir dann halt so jemand wie Nick entgegenkommt und mir halt auch wirklich anbietet zu helfen und er versteht schon, glaube ich,
ein bisschen viel mehr von all diesem Krams. Denke ich mal, ist das doch vielleicht ganz gut. Und ja, doch, wenn man immer solche Bereicherungen im Leben findet, ist doch ganz schön eigentlich. Mhm. Und Design ist dann, glaube ich, Adrian, ne? Ja, also, das könnten wir mal ein bisschen so durchgehen. Also, mein Kanaldesign, das mache ich eigentlich immer selber. Hat, glaube ich, noch niemand anders gemacht. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich auch so gut, wie es ist. Jetzt momentan. Ich bin immer bemüht, dass Abwechslung reinkommt. Das heißt, dass das Kanaldesign nicht zu öde aussieht. Ich will es aber jetzt auch nicht irgendwie alle 2-3 Monate wechseln. Das ist mir ein bisschen zu doof. Ich denke mal, also so wie das dann momentan ist, ist das, denke ich mal, in Ordnung. Und ja, das Intro, ja, das habe ich vom Adrian. Ja, mit dem bin ich eigentlich auch in ziemlich guten Kontakt. Mit dem entsteht ja auch der Gamecast und was nicht alles gibt. Und mit mir. Mit dir entsteht er auch, aber er ist auch ein Teil davon, weil wir es gerade von ihm haben. Wen gibt es denn dann noch? Outro und so, ja, das ist natürlich eine Animationskunst, würde kein anderer auf der Welt außer mir schaffen. Ich denke mal, das ist keine Frage. Oh, das war ein Fail. Was machst du denn? Achso, okay, du baust schon die Kisten, okay. Ja, während du da das oben machst. Jo. So, ich würde sagen, wir gehen, wenn du fertig bist, kurz schlafen. Also, mit der Seite da. So. Jo, na komm, mach mal hin. So, ich denke mal, Musik sollte nicht zu laut sein. Ich bemühe mich auch halbwegs vernünftig in einer angemessenen Tonlautstärke zu reden. Ja, hört sich gut an.